Wir sind heute hier im Wasserwerk in Wanloo. Und das Wasserwerk in Wanloo ist vielleicht vielen noch gar nicht aufgefallen. Es liegt, wenn man aus Wanloo rausfährt, zwischen dem Segelflughafen und dem Dorf Wanloo. Und hier wird das Wasser, was aus dem Tagebau abgepumpt werden muss, wieder aufbearbeitet und wieder zurückgepumpt, um den Wasserspiegel hier in der Umgebung auf einem gleichmäßigen Niveau zu halten. Wir sind hier am Ökowasserwerk Wanloo und dieses hat einzig und allein die Aufgabe, das Sümpfungswasser des Tagebaus von Eisen und Mangan zu befreien. Das Ganze dient dazu, die Feuchtgebiete so zu schützen, dass sie in ihrer Struktur und Wertigkeit erhalten werden. Das Wasserwerk erfüllt eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, denn durch den Tagebau müssen wir das Grundwasser hier abpumpen, damit die Kohle abgebaut werden kann. Und dadurch wird aber, weil das Wasser sickerförmig entzogen wird, natürlich auch in der Umgebung der Grundwasserspiegel gesenkt und viele Gebäude, wie zum Beispiel auch das Schloss Wickrath, würden trocken liegen und würden dann einstürzen. Und deswegen muss Wasser wieder zurückgepumpt werden, damit entsprechend der Wasserspiegel gehalten werden kann. Und das findet hier in Wanloo statt. Das wird hier im Prinzip von wenigen Leuten, die gelegentlich hier sind, gefahren. Das Ganze wird gesteuert von der Betriebsüberwachung der Wasserwirtschaft. Es ist kein großer manueller Einsatz. Auch wenn der Tagebau und der Ausstieg aus der Braunkohle für 2030 beschlossen ist, wird auch das Wasserwerk noch einige Jahre weiterpumpen müssen. Nur wenn wir den See gefüllt haben und somit den Wasserspiegel wieder auf einem Niveau haben, was ungefähr 2070 bis 2100 sein wird, sind wir auch wieder so weit, dass sich das System selber trägt.